Paluten, guck mal, guck mal, guck mal, ihr zwei. Wollt ihr kurz sehen, ich bin weg. Und ich bin wieder da. Und ich bin wieder weg. Und ich bin da. Und ich bin wieder weg. Paluten? Paluten, ruhig bleiben. Ich hab Angst, wir sind zu wenig genug. Voll in die Gewalt genommen hier, ne? Mann, was ist denn los? Warum bin ich die ganze Zeit scheiß Imposter, ey? Also jetzt reicht's aber langsam mal. Palindrom heißt es. Palutendrom. Palutendrom. Sag mal, was ist denn, wieso hat dir mein Name so oft in den Mund genommen? Ju, ich zeig dir mal was. Warte mal, ich trigger mal Ju jetzt ein bisschen. Moment. Bist du cool? Ju, ich würde dir voll gerne mal zeigen, wie man wendet. Ich muss mal gucken, ob Ju da so gechillt ist oder ob er eine kleine Petze ist. Oder Paluten. Halt, wo ist Paluten? Weil der war ja vorhin auch Imposter. Den glaubt eh keine Sau mehr. Oh, da ist Maxify, mein Süßen. Aber da gehe ich dran vorbei, weil er hat mich in der Vergangenheit oftmals enttäuscht. Palle, wo bist denn du? Ah, da unten, da sitzt er ja. So, Palle, jetzt wird's mal Zeit. Bitte bleibst mal stehen. Ich will dir mal zeigen, wie du wenden tust. Da ist schon wieder saftiges Gnu. Lauf, 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 lauf. Ich lauf mal den kleinen Palle hinterher. Aber es darf nur Paluten und ich sein, weil ansonsten geiern wieder alle. Die Task habe ich vorhin schon gemacht, hat aber bestimmt keiner gesehen. Mann, Timmit, hau ab, du nervst. Die sind alles sass. Die sind alle sass. Timmit und Gnu. Oh nein. Ich will doch nur Paluten zeigen, wie man wendet. Wenn Timmit dabei ist, petzt der 100 pro wieder. Jetzt guckst mal her, Palle. Hey. Nee, ich glaube, nee. Ich bleib hier schön dann bei Timmit. Palle, jetzt sei doch mal nicht so nervös. Du sollst nur zugucken, hätte ich gesagt. Paluten, ich kann wenden. Timmit petzt. Timmit habe ich schon ausprobiert. Wir müssen gucken, ob Paluten mitmacht. Mann, braucht der lang für seinen Sess. Oh nee. Paluten, Paluten, guck mal, Paluten. Nee. Mach mal nicht diesen. Wo bist du hin? Ich hab mich so sicher bei dir gefühlt. Ja, guck mal, ist ja keiner tot. Muss eigentlich Paluten sein. Fühlt dich sicher bei genug? Wow. Nee, Paluten ist nicht, der war die ganze Zeit bei mir. Ja, bei mir auch. Ist aber auch kein Kill gefallen, ja. Ich verdächtige genug mega. Warum? Reefed und ich waren in Mad. Ich bin mir unsicher. Ich hab was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe. Ich war gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen, aber sie hat mich nicht abgestochen. Ja, Palle und Timmit kann ich ausschließen. Die waren die ganze Zeit bei mir. Ich kann die nicht aussprechen, weil ich mir so unsicher bin. Es ist ja auch keiner gestorben, also kann ich gar keinen ausschließen. Ich kann auch Maxi ausschließen. Ja, das ist die Sache, aber Maxi und Ju, Maxi hat sich so komisch bewegt, der ist die ganze Zeit zwischen oben und unten rechts hin und her gerannt. Hä? Hätten wir das mitbekommen? Da stand doch AFK links. Nein, man, da nein, ich war in den Logs. Was willst du denn da mit Ju? Ich hab die Logs überprüft. Und da stand mitten im Flur bei mir und ich stand in Mordado einfach die ganze Zeit drin. Ich stand die ganze Zeit an den Logs dran. Nein! Ja, doch, stand der Rosef. Nein, Maxi kann sich gewesen sein. Ich kann nichts verstehen. Das ist hier wie bei den Möwen von Findet Nemo. Meins, 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 ich verstehe. Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht snitchen, Leute. Ich kann das nicht, weil bei meiner einen Imposter-Runde, da hat Saftiges Gnu auch so einen komischen Kram gemacht. Davon habe ich profitiert. Jetzt ist sie direkt vor meinen Augen gewendet. Und ich kann jetzt nicht snitchen, Leute. Ich gucke mal jetzt bei Paluten, weil ich möchte jetzt eigentlich vor Paluten mal töten, um zu gucken, wie viel hält er eigentlich aus. Ja, aber nicht Maxi, nicht Paluten töten, ne? Wir müssen mal hier jetzt... Nein, Maxi, nicht Paluten. Paluten ist hat mich nicht verraten. Nein, ich will hier nicht sein. Ich gehe direkt hier wieder raus. Nee. Du bleibst hier mal schön weg. Ich würde gerne mal Ju töten. Einfach nur, um zu gucken, wie Paluten reagiert, wenn hier ein Mord passiert. Nein, Paluten! Paluten! Ich laufe jetzt hier direkt weg. Nee. Paluten ist abgehauen von mir, der hat Angst. Schön weg hier von der Kranken. Da lasse ich mich doch lieber von dem anderen Imposter abschlachten. Paluten, wo bist denn du? Es wird jetzt Zeit, dass du mal siehst, wie ich Leute umbringen kann. Ey, Leute, ist der abgehauen von mir oder so? Hat er irgendwie einen Struggle? Das war Maxi. Ich hab gesehen, wie er in den Stack sich teleportiert hat. Ich war gar nicht im Stack drin. Davor nicht, vorm Kill, Maxi. Ne? Richtig. Ich war der Einzige, der zum Licht gelaufen ist gerade. Nein. Wir waren auch mit Reef, Maudado, Paluten und Maxi waren da. Warum wird eigentlich Reef die ganze Zeit als erstes getötet? Was sie hatte gerade nur Pech, wir waren zu dritt im Stack. Die Arme. Hundertprozentig Maxi. Er hat sich. Ich habe nämlich noch seinen Namen unter mir gesehen und auf einmal habe ich das grüne Innungs gesehen. Aber vielleicht war es jetzt Jude, Maxi? Okay, das ergibt auch Sinn, weil ich meine,
bei den Logs in der ersten Runde gesehen zu haben, dass er einmal gewendet wäre, aber kann auch gelogen sein. Das würde absolut gar keinen Sinn ergeben, warum sollte man... Man kann dir ja vertrauen, oder? Ja, eben, das ergibt keinen Sinn, das ist halt die Sache, deswegen habe ich es auch nicht ausgesprochen. Maxi, du bist so sass. Ich vertraue dir aber nicht. Eine Frage, welches... Sag mal, kann das sein, dass Yu auch weiß, dass Maxis ist, weil er verteidigt ihn die ganze Zeit? Haben wir hier 4 Imposter gerade? Ich war ganz Zeit mit dir zusammen. Maxi war die ganze Zeit bei mir. Also ich war die ganze Zeit bei mir. Ja, dann bist du der andere. Wer war noch da? Warte. Ja toll, jetzt habe ich Maxi schon gewählt. Ich mach doch die Quests für euch alle, weil ich doch Crewmate bin. Maxi, das hätte ich nicht von dir gedacht. Maxi, gib Acht auf dein Kind. Also, Yu soll scheinbar auch gechillt sein. So, ich laufe jetzt wieder Palle hinterher. Ich will einmal vor Palle morden, um zu gucken, wie weit er denn tatsächlich geht, beziehungsweise wie viel. Eigentlich glaube ich, dass Yu und Maxi da auch was gerade am Start hatten. Aber ich weiß ja, dass es Gnu ist. Und sie hat schon so ein bisschen so gesagt, ach Mensch, Maxi, er wird's gewesen sein. Kommst du bitte mal mit? Ich möchte dir was zeigen, Palle. Oh nein, da ist wieder die Kranke, lass mich! Können wir Fufu raushauen? Nee, ja, das wäre auch meine Idee. Also, Timmy ist mir ein bisschen sehr aggressiv irgendwie. Ey, die bringen sich gerade alle selber um, ich muss gar nichts machen. Support ganze Zeit. Ich wollte nur supportet und Fufu wusste direkt, wer es ist. Es war ja, weil ich da drin war. Ich habe ja nicht in die Dings reingeschaut. Also, ich glaube, es sind Fufu und Palutin. Reef war ja an den, wie heißen die überhaupt? Ich hätte eher gesagt, dass es Ju ist. Könnt ihr mal aufhören, euch gegenseitig die ganze Zeit umzubringen? Palutin ist direkt bei Fufu aufgesprungen bei Maxi. Das also Palutin kann es nicht sein. Palutin war gerade eben... Palutin ist es nicht, ne. Ich war eine halbe Stunde bei Osaf da unten. Ja, der war bei mir beim Automaten. Nein, die Sache ist halt... Es ich habe ja extra alle, die ich gesehen habe, immer am Kopf aufgezählt da. Also und ich weiß, dass Reef safe war, weil sie gescannt. Sie hat sich gescannt. Achso, Maxi hat sie auch gescannt, by the way. Aber wir könnten halt jetzt dann Fufu, wir haben halt Maxi rausgeworfen, nur. Mit der Aussage von Fufu. Also können wir jetzt eigentlich auch Fufu rausworten, um es fair zu machen, damit wir definitiv einen Imposter rausgeworfen haben. Ja, Fufu. Ja, außer natürlich Fufu hat sie verguckt und es war irgendjemand anderes. Dann haben wir halt Ultra Pech und wahrscheinlich verloren. Ja, aber ist okay. Warum votet ihr mich? Hallo? Es muss keiner vom Stack gewinnen sein. Nordado, Fufu. Nee, ich skipp. Ich würde Fufu, meine ich. Oh, ich glaube. Wow. Ihr sagt einfach nur. Also, wir sind halt safe, Leute. Passt auf meine Kinder nochmal auf. Ja, den esse ich. Oha. Es wird Zeit zu morden. Palutin, jetzt bleib doch mal stehen und lass dich doch einfach mal drauf ein. Jetzt bleib doch mal entspannt. Nein, ich will auch rein. Nein! Guck mal, Yu, guck mal, Yu. Yu, guck mal, was ich kann. Warte, Yu. Nein, saftiges Gnu, saftiges Gnu. Ey, Yu, du kleine... Yu, du Schwein. Yu geht fetzen. Oh Gott sei Dank hat jemand gedrückt. Saftiges Gnu. Nein, ich schon wieder. Doch, saftiges Gnu. Es gibt's doch nicht. Ey, Yu. Neben mir gewendet, saftiges Gnu. Na, Ju, ich stehe immer auf dem Vent, um Leute zu trollen. Jetzt sag nicht, nein, dass du da... Nein, du bist da reingesprungen. Ich habe gesehen, diese Animation mit Deckel weg von dem Vent. Tack, Ju. Nein, Ju. Nee. Ju, ich habe das vorhin auch... wieder gehüpft, oder was? Ju, ich habe das vorhin auch bei Paluten gemacht. Aber bist auch rein. Also du bist vor Paluten reingewendet. Nee, ich war vor Paluten, stand ich auf dem Vent. Bei mir stand sie da auch. Die ganze Zeit. Ja, ich bin auch die ganze Zeit bei Paluten. Ich habe wirklich mein Herz am Pochen, mein Puls. Das ist doch sicher wie beim letzten Mal, dass es Gnu ist. Ju, du hast mich schon zweimal unschuldig rausgeschmissen. Und das letzte Mal war auch wegen dem Vent. Und danach war es Ju, okay? Paluten, mach doch was. Also ich möchte kurz sagen, dass Ju heute, und das ist jetzt unabhängig davon, er hatte heute ein Tasting von einer gewissen Flüssigkeit und da weiß man ja auch nicht so Bescheid, ob das vielleicht sein... Ja. Nein, das hat nichts zu... Ju, ist besoffen! Ja, Ju, ich hab das auf Instagram gesehen, wie du mit Smart sowas getestet hast. Ju, du hast zu viel getrunken. Du hast schon angesoffen. 3 Promille. Nee, 0. Ich bin ja 100%, die ist ja ein anderer Planet, in dem ich mich jetzt gerade finde. Saftiges Gnu. Paluten, hilf mir doch. Ja, Gnu schießt auch gar nicht gegen Ju, ne? Ich bin auf den Arm geworden. Mann, scheiße. Mann, Ju, ich wollte doch, dass du mitmachst. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Was? Ist wirklich? Aber danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ey, Ju, du Kartoffel. Ich wollte von dir. Da war eine andere irgendwie. Und es ist so unglaublich schwer, hier Kills auf der Map zu machen. Mach schon die Scheiße. Tut mir leid, direkt am Anfang ist saftiges Gnu neben mir gewendet. Aber nachdem sie mir so bei der Imposter-Runde geholfen hat, ich hab das. Es tut mir leid. Also das war ehrenvoll. Ich dachte, Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt hab ich nichts gewesen. Erste Regel. Reef darf jetzt nicht sterben. Reef nicht als erstes töten, ist neue Regel.
Hoffentlich verhalte ich mich dran. Warum bin ich die ganze Zeit im Post an dieser Runde? Paluten, guck mal, guck mal, guck mal, ihr zwei. Wollt ihr kurz sehen? Ich bin weg. Und ich bin wieder da. Und ich bin wieder weg. Und ich bin da. Und ich bin wieder weg. Paluten? Paluten, ruhig bleiben. So, ihr zwei seid jetzt mein Imposter. Wir machen jetzt eine 4-Imposter-Runde. Los, kommt mit. Kommt mit, ihr habt's doch genau gesehen jetzt. Los, ich nehm euch als Geisel. Los, kommt. Kommt! Paluten, ruhig bleiben. Paluten, nicht loslaufen. Wir müssen ruhig bleiben. Kommt jetzt mit, ihr zwei. Los, kommt jetzt, ihr zwei, ihr Verstörten. Los. Ich hab Angst. Wir sind zu wenig genug. Ey, die haben richtig Angst vor mir. Jetzt kommt doch. Ich tue euch nichts. Ich bilde euch aus, Mann. Warum ist schon wieder ein Gnu? Da müsst ihr rein. Okay, ich passe kurz auf euch auf. Jetzt scannt euch mal schön. Voll in die Gewalt genommen hier, ne? Ich mache euch mal das Licht aus, damit ihr ein bisschen intimer miteinander sein könnt. Genau so, sehr schön. Bitte nicht töten, Gnu. Bitte nicht töten, Gnu. Gnu ist hier die ganze Zeit. Nein. Die armen zwei Wurstes, ne? Die haben voll Angst. Ihr seid jetzt meine Geiseln. Ab in die Ecke. Mit dem Rücken zur Wand. Gnu, wir machen das. Wir verpetzen dich nicht. Ich werde vor ihnen auch Morde begehen, ne? Also so ist es ja auch. So, okay. Palle, willst du reporten? Wo sind die denn jetzt? Die dürfen sich nicht aufteilen. So, ach, da sind sie ja wieder. Sehr schön. Habt ihr eure Sachen, Kinder, ja? Okay, wir schließen uns anscheinend den Impostern an. Hi, Gnu. Wir machen nichts Falsches. Versprochen. Ach ja, sie werden so schnell erwachsen. Paluten. Ich lebe doch. Ich bin noch oben im Admin-Raum und habe dieses Raumschiff-Ding. Du bist noch im Admin-Raum? Ja. Ich dachte, du wärst rausgelaufen gerade. Nee, ich bin nicht rausgelaufen. Ich bin gerade rausgelaufen. Direkt oben lag... Juba lag oben rechts. Juba lag da. Also Maxi und Paluten waren die ganze Zeit bei mir von Anfang an. Die kann ich ja auf jeden Fall zu 100% safe callen. Die haben sich schön gescannt. Also wer da oben war Ich hatte gerade das Gefühl, Paluten und Maxi... Warte. Ja, da war gerade irgendwas. Und Maxi reden gerade wieder darüber, wie Gnu wieder vor ihnen gewendet ist. Ach Leute, jetzt macht mal nicht wieder den. Ich will jetzt nicht schon wieder rausfliegen. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe gerade das Gefühl. Nein, bitte also nicht. Auf den Logs habe ich gesehen, dass Cracker und Juba, glaube ich, gleichzeitig mal oben in diesem Bereich waren. Ja, aber das war schon, also das war ja, so. Ja, aber die Leiche kann ja schon da echt lange liegen. Die lag so lange ist das gar nicht mit Cracker. Der war da 3-4 Mal oben. Ja. Auf den Logs habe ich auch gesehen. Chuba und Cracker waren da in dem Bereich häufig, also waren da eine Weile zusammen. Das aber ist eine Weile her. Aber ich weiß nicht, wie lange die Leiche liegt. Wollen wir die auch erstmal weglassen? Maxi, erzähl uns von deinem Traum. Warum sollen wir denn mich scannen, jetzt wieder raushauen? Also ich möchte ganz kurz sagen, das ist die Rache dafür, dass du dauernd mich gebotet hast, Julian. Das ist jetzt hier, ne? Jetzt bist du im Himmel. Warte, auf der Erde. Das war jetzt nicht mitverboten. Nein, jetzt mach doch nicht sowas. Ach, danke. Wintercracker sind auf alle Fälle. Was? Warum? Wir sehen alles gut. Maxi. Also Wintercracker sind Tass und Gnu ist... Ich bin süß. Tass. Okay, Paluten und Maxi, bitte genau wieder zusammen. Macht eure Aufgaben, Kinder. Genau, sehr schön. Wir sind ja auch beide wieder mit drin. Ja, das macht ihr wirklich sehr schön. Gnu hat uns einfach so im Griff. Gnu manipuliert uns, Paluten. Ich hab so Angst. Ihr macht jetzt bitte alle eure Aufgaben. Genau, so muss das sein. Und dann zeige ich euch gleich wieder, wie man jemanden ganz schnell die Kehle durchschlitzt, der einfach ungebeten in den Raum kommt und nervt. Ich stelle mich einfach hier mal mit rein und mache ein bisschen mit Fake. So, als wäre nichts gewesen. So, reeft auch mal weg. Wir machen weiter unsere Aufgaben. Keiner von uns reportet. Hochlaufen, Maxi. Was? Es ist Wintercracker auf! Hier noch schön die Pflanze weitermachen. Nein, Maxi ist tot. Ja? Nein. Ja, ich habe Maxis Leiche gefunden. Maxi! Oh, ja, oh nein, warum Maxi? Nee. Ich hab so lange geschworen, jetzt musst du sagen, die Schnauze zu halten, bis aber nee, wer mein Maxi-Fi wegmacht. Boah, wer hat den umgebracht? Nee, saftiges also, Gnu, komm. Du bist nicht. Ich hab Maxi. Ich hab Maxi nicht umgebracht. Aber dein Freund, dann musst du deinen zweiten Imposterfreund vielleicht ein bisschen besser im Zaume halten. Ich hab keinen Imposterfreund. Ich hab. Da ist auch bei mir Schluss. Bei aller, ich höre auf zu snitchen und so weiter, aber wenn Maxi Pfeil fällt, dann wir können auf den zweiten rausfinden. Ich hab keinen Imposterfreund. Maxi umgebracht hat, sondern jemand anderes. Okay, warte, wir machen einen Deal. Halt. Deal. Stopp. Ich hab Gnu schon gevotet. Nein, Deal. Ja. Hast du Maxi das letzte Mal gesehen? Nee. Deal. Ganz wichtig, wir machen einen Deal. Ich verkaufe meinen Imposter-Homie, wenn ihr mich am Leben lasst. Ich bin's wirklich nicht, Leute, Mensch. Unschuldigen erstmal noch ein bisschen freie Hand. Ich bin's nicht. Leute. Ich hab Maxi nicht umgebracht. Das nimmt es doch nicht alles ernst. Paluten, also, Mann, ich war's nicht. Maldado. Die können's ja saven, oder? Also ich hab für Gnu gewotet. Ja, ich werde auch für Gnu voten. Aber ich würde gerne wissen, wann ihr Maxi das letzte Mal gesehen habt. Nee, das ist schon ein bisschen her. Das war oben war die Leiche. Maldado Osas Leiche war vor. Es können nur die beiden, Gnu und Cracker, sein.
Mann, warum so assi? Ich hab doch nicht einmal. Ich wollte doch. Mann, aber wann bringt Cracker auf Maxi? Oh, na gut, der wusste es ja nicht. Ich kann ja mit dem nicht reden. Ich kann mit meinem Imposter-Homie nicht reden. Und ich kann meinem Imposter-Homie nicht sagen, bring Maxi nicht um, weil das war gerade einfach vier. Es war eine Vier-Imposter-Runde. Ich habe zwei Geiseln gehabt. Die haben funktioniert. Wir hätten das gewonnen. Und dann kommt mein Imposter-Homie und bringt Maxi um. Warum? Mann, das war so. Egal, vielleicht schafft er es ja trotzdem noch. Immerhin hätte ich meine Poster-Homie auch verkauft. Also Paluten. Maxi, ich war's nicht. Maxi, ich wies nicht. Maxi, ich würde es nie tun. Cracker, wie kannst du nur? Wie kannst du mich nur umbringen? Maxi, ich war's nicht. Ich hätte dich nie umgebracht. Wirklich nicht. Oh Mann, ey, das war so cool. Mann, Paluten. Ja, die arme Reefed, aber ich dachte mir, hey, ich habe ja Reefed umgebracht, weil ich mir dachte, Entschuldigung, Reefed, es tut mir sehr leid. Ich habe ja Reefed getötet, weil ich mir dachte, ich kann ja Maxi nicht umbringen und ja, scheiße war's. Und der springt in den Wind. Hallo, ist jemand gestorben? Wollen wir jetzt einmal Wintercracker voten? Warte, Osoft? Ist der Cracker entgegengekommen in der Runde? Ja. Ah, okay, ja, dann ist er nicht gewendet. Entweder Cracker oder Timid, wir können beide noch rausvoten ohne Probleme. Ich vote nicht nochmal Cracker. Maudado und Osoft konnten sich ja gerade in Cafeteria. Er wählt nicht nochmal Cracker, aber bringt mich um dafür, dass mein Imposter-Homie jemand umbringt. Paluten ist auch auf gar keinen Fall. Also, wir können jetzt einfach Wintercracker erstmal voten und danach können wir auch noch dich voten, Timid, falls Wintercracker es nicht ist. Ja, es ist auf jeden Fall Cracker. Cracker und Gnubans. Er war halt auch da, wo Chu gestorben ist. Also entweder Maudado und Osaf. Ich skip. Ich habe tatsächlich wirklich echt nicht aufgepasst. Ich habe die ganze Folge Runde darauf geachtet, Maxify. Ja, du bist es auf gar keinen Fall. Außer Maudado und Osaf, 3000 IQ mal wieder. Oh, Leute, ich weiß schon, wie ich... Victory! Hast du Chu umgebracht? Ja, Paluten, ich war's. So. Ja, aber da war die Maxi, ich war's nicht. Ja, ich weiß, aber ihr seid da trotzdem Team. Da musst du ihm so viele Zeichen geben. Wie soll ich das? Ich hab doch gewiggelt vor ihm. Cracker, die waren meine Homies. Ich hab die erst Geiseln gehabt. Wir waren vier Imposter. Vier Imposter.